Da ist Wasser. Was ist das denn? Was ist denn das? Was war denn das? Alles hat nicht gut ausgesehen. Ich bin ja auch so ein Horst, Herr. Jetzt habe ich wieder ein Loch in die Decke gemacht, kann das sein? Hier zu machen. Von unten, ne? Und dann kann man nämlich auch darüber latschen. Gut. Dann können wir das hier wegmachen. War ja nur so mal als Schutz gewesen. Dann kann man das nämlich alles wegkloppen hier. Was kommt da eigentlich raus? Sieht man, was da rauskommt? Mann, das sieht man es doch. Doch, das Skelett. Klar. Von jeder Seite geschützt, kann jetzt mal rauskommen, aber ich kann mal meine Kiste gucken. Was ist das denn? Eine Schallplatte. Und die Kiste dann auch damit. Ja. Die muss ich im Stand craften. So schnell kommt mal eine Kiste dran, ne? So, jetzt können wir das hier alles mal aufklappen. Da mache ich nämlich noch was Schönes draus hier. Ja, das weiß ich schon. Fällt mir noch was ein. Da werden wir uns einen schönen, dicken, fetten Spawning Ground machen. Da freue ich mich schon drauf. Weil da haben wir nämlich schon mal einen Spawner gefunden. Das ist schon mal die erste Voraussetzung für sowas Schönes. Aber da haben wir dann gar nicht viel zu tun. Da müssen wir dann noch... Ach, schade, kann man ja so einen Spawner nicht abbauen. Dann schade. Aber naja, das geht schon. Das passt schon irgendwie, ne? So, in der nächsten Aufnahmesession werde ich auch dann einen anderen Modpack benutzen. Also ein Texture Pack heißt es ja. Texture Pack. Dann werden wir mal gucken. Was wir dann nehmen? Weiß ich noch nicht genau. Irgendeinen, den ihr vorgeschlagen habt. Aber vielleicht lasse ich bei dem auch mal hier einen Shader weg. Weil ich glaube, dann sieht es nämlich besser aus. So, machen wir hier begradigen hier. Das ein bisschen blöd aus. Da ist schon wieder so viel Kies. So, jetzt sieht es mal ein bisschen besser aus. Ich will aber den Shader mal rausmachen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ja, ist ja gut. Da oben müssen wir dann nochmal gucken, was da ist. Da kann auch noch was kommen. Und ach so, hier hoch. Jetzt muss ich mal gucken, was war das denn? Das muss weg. Oh, wie, wo, warum, weshalb? Wo? Wo denn? Wo kommt's denn her? Der. Wo kommst du denn her? Ach, von da oben wahrscheinlich, ja. Runtergefallen. So, da ist irgendwas rumgelatscht. Da habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt, ne? Ach, wir gehen das erstmal zurück. Komm, was soll denn die Geiz? Wir gehen das erstmal zurück. Back to the Schnickschnack. Back to the Heimgeh. Soll ich mal doch ein bisschen besser ausbauen hier, damit man den Weg auch gescheit sieht hier. Das ist doch so blöd gemacht. Da kann ich die Wand hier auch wegruppen. Schon da nicht immer hier 5 Kilometer drum rumrennen, das ist doch auch doof. So sehe ich das jetzt wenigstens. Dann machen wir das ein bisschen ordentlich, ne? Wo kommst du her? Wo kommt der jetzt her? Das geht aber nicht, der. Ach nee, nicht schon wieder so eine blöde Kacke, ja, echt. Die gehen mal unsere Keks. So, jetzt gehen wir zurück. Zurück, back. Back to zurück. Hier ist ja auch noch alles so, aber es sieht doch auch nicht schlecht aus hier, oder? Mir gefällt das ganz gut. Das ist eine schön dicke, fette Höhle mit schönen Lavern und allem drum dran. So, hier machen wir mal Tür zu. Okay. So, das kann man schon zufällig immer so machen. Wo muss ich hin? Daran. Und dann gehen wir mal zurück. Und dann werde ich mal anfangen, einen Keller auszuheben. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Und wieder mal an die Oberfläche latschen. Und dann werde ich als erstes mal den Schädel hier ausschalten, glaube ich.
So, ach du Scheiße, müssen wir den Ball voll. Dann muss ich alles dann auch hochtragen. Gottes Wille. Das ist schon mal verrottes Fleisch, ist doch scheiße. Das braucht doch kein Mensch, die Kacke da. Die komischen. Boah, was hab ich denn schon wieder? Eisen? Ich hab schon wieder 13 Eisen jetzt dabei. Das ist schon ganz schön viel. Schon mal sagen. So, jetzt nehmen wir so viel wie geht mit. Das, was wir noch haben, können wir mitnehmen. Einen Moment. Obsidian, Karotte, Pfeile, Schwert brauchen wir nicht. Feuerstein, brauche ich Feuerstein, Schwein, Kohle. Wenn so viel mit mir geht. Sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Steintreppen auch nicht. Dann, die Steintreppen könnte ich doch mal mit hochnehmen. Da könnte ich doch mal auf dem Weg nach oben schon mal ein paar Treppen bauen. Eigentlich, oder? Und dann schalte ich das Schäde. Ach, ich will den Scheiße. Was wäre mal eine Maßnahme, ne? Wir kommen ja schneller nach oben, ne? Wenn man so auf der Treppe rumlatscht. Wäre nicht schlecht, ne? So, und dann muss ich aber dann hier so da durch, so oder so. Und so einen Weg darunter, ich weiß ja nicht. 11, kommen wir ganz hoch jetzt oder was? Das würde mich jetzt aber wundern. So hoch weit wie es geht, ne? Ja. Ah ja, fast, naja gut, fast ist ein bisschen. Bisschen übertrieben. Alter, das ist ja noch ein Weile Weg hier. Meine Fresse. Was haben wir da gemacht? Ja, da haben wir das verbaut. Toll. Ey, das ist ja Käse. Was ein Scheiß. Tja. Hab ich mich verbaut um ein Ding. Supi. Ach ja, meine schöne Höhle. Sieht das nicht schön aus hier? Ah, Licht. Was ist denn das für ein Fuzzi da? Naja, das sieht dann gut, so schön sieht es auch nicht aus. Aber ich glaube, ich mache dann mal den Shader aus. Und ich glaube, dann spiele ich das mal ohne Shader. Ich glaube, das sieht auch sehr schön ohne Shader aus. So, was haben wir denn da alles? Kies, also eine Rotze und Steine und hast du nicht gesehen und Karotte und Kruschelkram und Obsidian. Ach du Scheiße. So viel Zeug. Und voll. Tja, nun tja. So, jetzt werden wir aber hier mal, hier geht es nach unten. Jetzt werde ich noch mal einen Keller anlegen. Den mache ich hier unten hin. Machen wir den denn hin? Da. So, rein da so in den Keller dann. Ja, scheiße Erde. Das wird doch ein gescheites, oder? Ist noch hoch genug? Ja, so machen wir das, glaube ich. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Und dann werden wir uns einen schönen, großen, dicken, fetten Keller machen. Und dann werden wir auch ein automatisches Sortiersystem mit integrieren. Mal gucken, ob das mir gelingt. Ich habe es noch nicht selber gemacht, aber ja, mal gucken, ob es geht. Mal schauen, ob es funktioniert. So, jetzt müssen wir erstmal hier rüber. 5 rüber oder so, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So. Und hier auch 5 rüber. Damit das ein bisschen akkurat aussieht. 1, 2, 3, 4. Und 5. Ja, soll ja ein bisschen schön aussehen, ne? Wo ist denn hier da? Wo ist denn da? Da. Ein bisschen höher soll es auch sein. Aber ich glaube, ich würde dann noch eins höher machen, denke ich. Ich glaube, ein 3 hoch lang, ne? Klammer mal 4 hoch. Oder 5 hoch. Das sehen wir dann noch, ne? So.
So. So, jetzt werde ich meinen Shader ausschalten. Gucke, wie das ohne Shader aussieht, das Texture Pack. Nö, das geht ja auch, ne? Gar nicht so hässlich. Aber ich werde jetzt sofort und stande P, jetzt haben wir das R3D ja gesehen, zu meinem Lieblingspack zurück. Und zu meinem Chroma Hills. Das machen wir jetzt hier live am Telefon, hätte Speiner gesagt. Live am Computer. Mal ein Schlückchen trinken hier. Dauert einen Moment. Und dann spielen wir jetzt mit meinem favorisierten Texture Pack. Und zwar Chroma Hills. Das finde ich immer noch am geilsten. Auch ohne Shader sieht das stark aus. Und unsere Eisenhacke ist gleich weggeeist. Wie weit machen wir denn dahinter? Wir machen dahinter noch mal ein bisschen. Wie mache ich denn das? Keine Ahnung. Machen wir halt immer, ne? Dann machen wir es anders als Erde. Ja, machen wir es dahin. Jetzt machen wir noch weg. Toll. Witzig, witzig. Danke. Ja, tja, ich weiß es nicht so genau. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Erweitern kann man es ja immer noch. So, drei. Vier, fünf. Müsste ja dann die Ecke sein, ne? Adam Riesel und Eva Zwerg. Und dann einmal hier zurück. Nee. Das ist dann eigentlich schon so, müsste ich doch da vorne wieder hinkommen, ne? Hoffe ich doch mal. Wenn nicht, habe ich mich irgendwo vertan. Was natürlich auch mal vorkommen kann, aber jetzt ein bisschen doof wäre. Ich muss aber nochmal Fackelschutz setzen. Zwischendrin. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Was hier Kohle ist, das ist ja Wahnsinn. Also Kohle haben wir, brauchen wir uns nicht zu beschweren. Kohlemangel, wenn man keine leiden. Unrecht gerechnet. Ha, geht doch. Das ist ja dasselbe, wo wir jetzt on the other side. Ich habe mit meinem super Englisch, bin ich ja unheimlich weit hier. Jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Das ist 5, oder? Ja. Das müsste jetzt stimmen. So, jetzt geht's in die Richtung. Aber viel Erde hier. Ah, das kann nicht wahr sein. Es geht alles kaputt. Das ist so unfassbar. Unfassbar. Das ist doch doof. Ist doch einfach dumm. So. Haben schon eine Menge noch. Da. Zwei Schaufel. Geht nicht. Geht auch nicht. Das ist echt doof. Oh, mal ein paar Stöcke machen hier. So, da brauchen wir noch ein paar. Brauche ich die Diamantachse. Obwohl. Nee, die brauchst du nicht zu benutzen, oder? Ich muss keine Diamantachse benutzen. Das wäre ja Quatsch. Keine lange, doch dicke hier auch. Mache ich mal nochmal eine Schaufel. Und dann mache ich nochmal einen Axt, weil wir brauchen dann noch viel Holz. Dann mache ich am besten zwei Äxte. Da müsste ich Diamanten so, dann müsste ich eigentlich nicht da mitschleppen. Die müsste ich eigentlich ohne liegen lassen, oder? Ich kann ja da. Habe ich Kistchen dabei? Ja. Dann werde ich erst. Dann lasse ich dann erstmal Kiste hier. Stellen wir mal hier eine Kiste hin. Und der Anfang. Und dann kann ich ja schon mal ein bisschen was neu werfen.